Wir haben ein neues Produktsortiment von Karl Henkel Brewers und das stellen wir euch in diesem Video kurz vor. Das sind einerseits Produkte zum Tee machen, was wir hier auf der linken Seite sehen, und Produkte zum Kaffee machen auf der rechten Seite. Wie das funktioniert, ist ganz simpel. Das ist nämlich schön an diesen Produkten. Tee machen, das kennen Sie sowieso. Das ist Tee und Wasser in einen Behälter geben, in ein Sieb, so lange ziehen lassen, bis es parat ist, und dann hat man seinen fertigen Tee. Und schön ist an der Kaffeereihe ist, dass es eigentlich genau gleich funktioniert. Es ist genauso simpel wie Tee machen. Es ist das genau gleiche Verfahren. Sprich, Kaffee kommt in ein Sieb rein, man tut es mit Wasser aufgiessen und lässt so viele Minuten ziehen, bis es fertig ist und muss nur mal abgiessen. Also eigentlich Filterkaffee, so einfach zubereitet wie Tee. Dieser Methode sagt man auch Immersionsbrühe. Also das heisst, der Kaffee und das Wasser sind ständig im Kontakt und man lässt es so lange ziehen, wie man es ziehen lassen will. Es hat eine kleine Ausnahme in diesem Sortiment, nämlich die beiden Produkte ganz auf der rechten Seite. Das ist einerseits mal der Coffee Dribbler. Das ist ein Filtersieb aus Metall. Das funktioniert gleich wie das Kaffee, das man mit Papierfilter aufbrüht. Das ist wirklich gedacht, um auf eine Karaffe setzen, auf ein Kännchen setzen und von Hand aufzugiessen mit einem Kännchen, mit einem Wasserkocher. Dann der sogenannte Coffee Tag. Das ist eigentlich fast schon ein elektronisches Gerät, funktioniert mit einer Batterie. Ist aber eigentlich von dem Prinzip her das gleiche wie die Immersionsbrüher. Auch da wird Kaffee und Wasser zusammen in einen Behälter gegeben, in das Brühgefäß da oben. Und dann hat es aber da unten in dem Ring einen elektronischen Timer. Und der öffnet das Ventil nach der gewünschten Brühezeit. Das heisst, statt dass ich da einfach von Hand den Sieb am Schluss rausnehme und den Kaffee abgiesse, tue ich da das ganze Konstrukt auf das Kännchen setzen. Sage ich, ich will das gerne 5 Minuten ziehen lassen. Und nach 5 Minuten tut es mir dann den Kaffee unten automatisch abgiessen. Und somit ist der Kaffee gefiltert am Schluss im Kännchen. Das Spannende an diesem Produkt ist im Prinzip Materialien. Es sind alles hochwertige, nachhaltige Materialien, sprich es sind Porzellanbrüher mit zwei Ausnahmen, nämlich die aus Glas. Also wir haben einmal für den Tee einen Glaskrug und wir haben auch für den Kaffee einmal einen Glaskrug. Alle anderen sind Porzellankrüge. Der zweite Aspekt sind Sieb. Sieb sind nämlich bei all diesen Brühen aus speziellem Edelstahl, gläsert, sehr fein gelöchert, und das macht das ganze Brühesystem somit eigentlich sehr nachhaltig, weil es wiederverwendbar ist. Ich habe keinen Papierfilter, wo ich nach jedem Mal Brühe wegschmeißen muss, sondern ich kann das wieder auswaschen und das nächste Mal wieder schön brühen. Also das sind eigentlich sehr simple und wertig konstruierte Brühmethoden, die wir da vor uns haben. Und ein kleines Detail, das ich noch zeigen will, sind die Unterschiede von den Kaffeesieb und der Teesieb. Wir erkennen nämlich, wenn wir so ein Teesieb anschauen, das sind einerseits sind die angeschrieben, da steht Tee drauf. Und wenn man die so ein bisschen leicht durch die Löcher schaut, sieht man, dass das ein bisschen grob maschiger ist für den Tee. Wenn man das mit dem Kaffee vergleicht, wo auch da Kaffee angeschrieben ist, ebenfalls bei dem, sehen wir, dass das viel, viel feinmaschiger ist, weil Kaffee natürlich, wenn er gemahlen wird, ganz feines Pulver als Beiprodukt produziert eigentlich. Und das wird man natürlich nicht im Kaffee drin haben. Sprich, die Siebe tun ein bisschen schöner noch ein bisschen das Feinpulver abfiltern. Von außen sieht er gleich aus, aber wenn man innen schaut, hat er wie eine zweite Schicht, wie ein feiner Sieb, der noch drin hineingelegt ist. Das ist wie ein Doppelsieb eigentlich. Ebenfalls spannend, dass eigentlich alle bei diesen Brühen, die einen Griff oben dran haben, das Sieb immer mit dem Griff mit einer Silikondichtung verbunden ist. Sprich, ich kann am Deckel gerade immer den ganzen Filter schön rauslupfen, bei all diesen Methoden. Und das macht es eigentlich recht handlich. Die einzige Ausnahme ist dieser da, der sogenannte Soden Soft Brew. Der ist wirklich separat, aber kann auch ganz dicht rausgenommen werden natürlich. All die Produkte gibt es auch immer in verschiedenen Grössen. Jetzt das zum Beispiel in 3 Grössen. Von gross bis klein, somit eigentlich passend für eine kleine Portion Kaffee oder gerade für die ganze Familie, fürs Morgen. Gewisse von diesen Brühen gibt es in 2 verschiedenen Grössen. Aber ihr seht auf unserer Webseite immer das ganze Sortiment, sowohl verschiedene Farbversionen als auch verschiedene Grössen.
Zu guter Letzt wird das Sortiment noch abgerundet von einem Trinkbecher, der auch in mehreren Grössen kommt, auch der aus Porzellan. Doppelwandig, sprich, den kann man aussen heben und wird nicht heiß, wenn man einen heissen Kaffee oder Tee drin hat. Und Aufbewahrungsdose, ebenfalls aus Porzellan, mit einem Silikonring abdichtet, zum Aufbewahren von Tee, aber auch von Lebensmitteln, wie zum Beispiel Reis oder Getreide. Tipps und Tricks oder eine Anleitung, wie man so einen Immersionsbrühe, also so einen Filterkaffee, auf die mit dieser Brühmethode richtig zubereitet, findet ihr in folgendem Video. Was ich euch jetzt aber kurz zeige, ist der spezielle Fall von dem Coffee Tuck, wie der nämlich funktioniert mit dem integrierten Timer. Grundsätzlich kann man den Mechanismus, den Ring, auf jedes Brühgefäß draufstellen, direkt auf ein Kännchen oder jetzt auf so ein Gestell. Das macht das Ganze noch ein bisschen stabiler, wenn man so will. Wir brauchen dann natürlich Kaffee und man füllt das Ganze mit Wasser auf. Deckel drauf, um die Wärme zusammenzuhalten. Und jetzt stellen wir unseren Timer. Und das nimmt einen Minutenschritt. Am Schluss gibt es dann noch Sekundenanzeige für die letzte Minute. Da haben wir dann wirklich das richtige Countdown. Jetzt sehen wir dann, ob sich das Ventil öffnet. Sobald wir bei 0 sind, geht unten das Ventil auf und der Kaffee wird abgefiltert. So einfach geht das. Den Deckel können wir im Prinzip gerade brauchen, um unser Brühgefäß oben wegzulupfen und zu verstauen. Und dann haben wir eine feine Tasse Filterkaffee. Zum Wohl.